20. August 2020. Am Telefon ist Stefan Bergmann, der Sprecher von Querdenken und von Michael Ballweg. Stefan, ich habe gerade ein Interview mit einem Polizeisprecher geführt. Der hat mir gesagt, es seien 12 Versammlungen am Wochenende verboten. Die haben wohl alle einen Bezug zu Querdenken, unter anderem die große Versammlung am Freitagabend vom Brandenburger Tor, der Aufzug durch Berlin von Querdenken am Samstag, die Versammlung auf der Straße 17. Juni am Samstag, dann die Dauerkundgebung vom 30.8. bis zum 14. September ab Sonntag und auch das Protestcamp Zentrale Querdenken Außenstelle Berlin von Dirk, das ist ab Freitag verboten. Das sind jetzt nur einige der Beispiele von 12 Versammlungen mit Querdenkenbezug, die verboten sind am Wochenende. Dann habe ich den Sprecher gefragt, ob die Gegenkundgebungen, von denen ich weiß, dass sie angemeldet sind und geplant sind, also ob die Anti-Querdenken-Demos erlaubt sind. Und hat er gesagt, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viele Demos sind denn erlaubt und finden ganz legal statt. Und hat er gemeint, 100 am Wochenende. Was sagst du dazu, Stefan? Ja, erstmal hallo Martin. Also es zeigt sich auf jeden Fall, dass es eine politische Agenda schon wieder ist, dass da ein Politikum geführt wird, dass es gar nicht um die Sache geht, sondern dass verhindert werden soll, dass wir in Berlin legal für die Freiheit und für den Frieden stehen. Offensichtlich ist das nicht gewünscht. Und ja, es ist mit Sicherheit rechtlich nicht nur eine Grauzone, sondern das ist mit Sicherheit nicht mehr rechtsstaatlich, nicht mehr demokratisch, nicht mehr grundgesetzkonform oder welches Gesetz auch immer da gilt. Das kann man jetzt durchaus mal in Frage stellen, ob da noch nach dem Grundgesetz gearbeitet wird. Und ganz klar ist es, dass wir diese Aussage mit als Argumentation in unsere Klage mit aufnehmen werden. Und ich bin überzeugt davon, dass heute die Regierenden sich selber abgeschossen haben. Das, was heute passiert ist, ist einer der größten Siege, die wir erringen konnten. Erstens mal haben wir unglaublich viel Werbung bekommen für unsere Sache und zweitens haben wir alle Argumente jetzt auf unserer Seite. Der Polizeisprecher hat mir auch erzählt, dass wenn jetzt Querdenker am Wochenende demonstrieren gegen die Eindämmungsmaßnahmenverordnungen und gegen das Infektionsschutzgesetz, dann wäre das eine Straftat. Und diese Straftat würde verfolgt werden von den Polizisten, die auch in angemessener Zahl wohl zum Einsatz kommen sollen, gegebenenfalls auch aus anderen Bundesländern und auch Bundespolizisten. Ist jetzt Demonstrieren eine Straftat, Stefan? Also meines Wissens ist Demonstrieren keine Straftat, sondern ein Grundrecht. Und zum anderen halte ich das auch für eine Drohgebärde. Also das wird vielleicht jetzt auch über den Kanal so gesagt, um Menschen abzuhalten, das zu tun. Aber ich bin überzeugt davon, dass ein Vielfaches an Menschen vor Ort sein wird, egal welche Drohgebärden jetzt noch rausgehen. Und dass es gar nicht möglich sein wird, die ganzen Menschen irgendwie zu bestrafen, zu verhaften oder sonst irgendwas. Was passieren wird, ist, dass wir von Querdenken mit allen anderen Gruppen zusammen, die sich entschlossen haben, für Frieden und Freiheit zu stehen, dass wir in Berlin sein werden. Und wie das in der Pressekonferenz da gesagt wurde oder in der Mitteilung, der Staat lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen. Wir lassen uns auch nicht auf der Nase rumtanzen. Wir werden in Berlin sein und wir werden an diesem Wochenende Geschichte schreiben. Stefan, ist das jetzt die berüchtigte schwäbische Dickköpfigkeit, die du hier ankündigst? Nee, das ist einfach das schwäbische Herz der Freiheit und des Friedens, das in uns alle schlägt. Und ich glaube, das ist nicht nur auf Schwaben begrenzt, sondern ich glaube, es geht uns doch alle so, dass wir dieses Schauspiel satt haben. Und was jetzt passiert ist, ist einfach, dass die Politik sich komplett entlarvt hat. Was eh schon sehr offensichtlich war, aber jetzt heute haben sie noch geschafft, da einen draufzusetzen. Und meiner Meinung nach haben die uns nicht nur einen, sondern mehrere Elfmeter hingelegt. Und der Torwart haben sie auch vergessen. Also wir müssen nur noch den Ball reinspielen. Und dann haben wir das endlich beendet, weil mittlerweile hängt es uns, glaube ich, alle zum Hals raus, was da passiert. Wir wollen wieder frei leben und wir werden frei leben. Und da können auch die paar Drohungen uns nicht davon abhalten.
Stefan, wenn es so bleiben sollte, dass die Demos verboten sind, weil vielleicht gerichtliche Schritte keinen Erfolg zeigen, würdest du dann trotzdem demonstrieren am Wochenende in Berlin? Also ich persönlich, ich spreche jetzt einfach mal als der Stefan, Genau, du als Stefan. ich werde das auf jeden Fall tun. Mir bleibt auch von meinem inneren Erlebnis her gar nichts anderes übrig, als das zu tun, weil ich sehe, jetzt sind wir im Endspiel von dem Ganzen und ich möchte für mich und für meine Kinder und für alle, die nach mir kommen und für alle meine Mitmenschen eine schöne, lebenswerte Welt, die liebevoll ausgerichtet ist, wo die Menschen glücklich sein können, wo wir sozusagen artgerecht auch leben können, nämlich als Gemeinschaftswesen und als ja, friedvolle Spezies, möchte ich einfach das auch für meine Kinder erhalten und fördern und mich da weiterentwickeln und schöne Welt hinterlassen. Und genau dafür werde ich stehen und gehen und da kann mich niemand davon abhalten. Und jeder, der das tut, der muss mich dann mit Gewalt bewegen. Und Gewalt spricht immer etwas über den aus, der sie anwendet. Und genau das wird uns auch wieder weiterbringen, so wie uns der 1.8. weitergebracht hat, wo ja, gewaltsam und rechtswidrig unsere Veranstaltung aufgelöst wurde. Und wenn das wieder in diese Richtung geht, dann wird es wieder ja, für uns sprechen, dass wir friedlich waren. Und die Gegenseite gewalttätig, dass wir rechtmäßig gehandelt haben und die anderen eben nicht. Und auch wenn die Polizei jetzt dort verkündet, dass es eine Straftat wäre, dann ist es doch rechtlich gesehen nicht wahr. Und es ist nichts anderes als heiße Luft oder eine ja, Rechtsbeugung. Und in dem Sinn werden wir auf jeden Fall auf der richtigen Seite stehen, wenn wir sagen, wir kommen in Friede, für den Friede, für die Freiheit. Und für eine schöne, lebenswerte Welt. Ja, und da gehören ganz sicher keine Masken und keine Impfungen dazu. Und ja, das geht noch viel weiter. Das Ganze wird unsere Gesellschaft sehr positiv verändern aus meiner Sicht. Und ja, ich hoffe, dass es die Menschen auch so spüren, dass wir jetzt nicht in die Angst gehen dürfen, sondern dass wir weiter an das glauben müssen, was eigentlich das Richtige ist. Und so wie ich es schon dem Polizisten auf der Bühne gesagt habe, tu das Richtige, geh in dein Herz. Ja, rufe ich jetzt alle dazu auf, das Richtige zu tun, ins Herz zu gehen und für die Freiheit zu stehen. Also Stefan, für Frieden und für Freiheit wärst du bereit, auch am Wochenende als Querdenker zu demonstrieren und gegebenenfalls am Ende als Straftäter angesehen zu werden. Also ich werde sicher, auch wenn ich das tue und auch wenn es behauptet wird, nicht als Straftäter dastehen. Ja, auch wenn die das behaupten, auch wenn die das umsetzen, ist es genauso absurd, wie wenn man behauptet, ich wäre rechtsradikal. Das wird zwar behauptet, aber das spricht mehr was über diejenigen, die das behaupten, als dass es über mich irgendwas aussagt. Ich habe, glaube ich, jetzt deutlich gemacht, wie meine Position ist. Und ich kann von meinem Inneren her nicht anders, als das so umzusetzen, weil das einfach der Wahrheit entspricht. Es geht um Frieden, es geht um Freiheit, es geht um unsere Zukunft. Und da kann mich auch irgendjemand, der irgendwas ausruft und das Gegenteil behauptet, nicht davon abbringen. Ja, das ist eine Sache, die in meinem Inneren stattfindet. Und wenn im Äußeren das doch nicht zusammenpasst, glaube ich, dass es doch auch danach spätestens zusammenpassen wird, weil die, wo es so etwas tun, die diskreditieren sich eigentlich selber. Wenn wir verhaftet werden würden oder wenn ich verhaftet werden würde, dann weiß ich jetzt schon, dass im Anschluss alle Vorwürfe fallen gelassen werden, so wie es bisher auch die ganze Zeit war. Es kann gar keine Straftat sein, ja, sonst wäre ja das Demonstrationsrecht ausgehebelt. Und wenn das ausgehebelt würde, dann greifen wieder viele andere Dinge. Also die Kette kann man immer weiter fortsetzen. Am Ende sind wir vollkommen im Recht und alle ja, Fakten sprechen für uns, sowohl was die Corona-Gefährlichkeit anbetrifft, als auch was die Rechtsstaatlichkeit anbetrifft und was die Demonstrationsrechte betrifft. Wir werden immer am Ende im Recht sein und deswegen habe ich da überhaupt keine Sorge. Und ich wurde ja schon mal von der Bühne runtergetragen, da ist auch nichts passiert und die Polizisten waren auch nicht sehr glücklich darüber, dass ihr so etwas tun musstet. Die hatten eher Tränen in den Augen und waren traurig darüber. Und ich glaube, dass die angekündigte Bundespolizei
auch auf unserer Seite ist. Da gibt es ja auch schon Informationen aus den inneren Kreisen, dass ja, da die Stimmung schon lange gekippt ist. Und ich bin sicher, dass wenn 100 andere Demonstrationen stattfinden, dass man nicht 12 einfach so verbieten kann und in eine Strafsache verschieben kann. Das ist also ja ziemlich aberwitzig. Gut, das ist tatsächlich, wie du es auch gerade richtig zusammengefasst hast, der aktuelle Stand. Ich würde gerne auf meinem Kanal in Zukunft weiterhin berichten, wenn es Neues gibt. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal, Stefan. Ja, sehr gerne. Melde dich einfach und liebe Grüße an alle. Dankeschön.